Einen schönen Freitagabend wünsche ich Ihnen. Bei mir im Studio begrüße ich Michael Nevarani, Eva Marolz, Andreas Wittersek, Markus Mitterhuber und Viktor Gernot. Ja, den Valentinstag hätten wir anzubieten heute am 14. Februar. Der Feiertag für alle Gärtner und Floristen. Und wie gesagt, das ist halt deshalb ein Thema, weil es genau heute Freitag ist, Tag unserer Sendung. Und habt ihr brav Blumen geschenkt, gekauft, gebraucht, geraucht? Geraucht habe ich welche, ja. Geraucht habe ich. Ja, du hast gerade so geschaut. Du hast sicher heute irgendeine Tulpen geraucht. Ja. Aber am Valentinstag, ich hoffe, ihr wart wenigstens heute ein bisschen romantisch veranlagt. Ja, ja, ich habe den Michael habe ich heute Frühstück ans Bett gebracht. Und deswegen. Und ich habe es gegessen. Das war sehr romantisch. Sehr romantisch. Na wunderbar, dann wissen wir ja schon eigentlich die Antwort auf meine erste Frage. Was ist eine Romantikspende? Das könnte man sagen. Das Frühstück am Bett vom Nevarani, das du aufisst. Ja. Aber wohin Romantik, du? Aber hat vielleicht was mit dem Zeitalter der Romantik zu tun. Und gar nicht so, also eine Romantikspende ist aus der Zeit der Romantik, die ja war irgendwo Beginn des 18. Jahrhunderts. Ja. Falsch. Nein, 1100 oder. Also, oder man wird ja manchmal auf der Straße angesprochen, ne? Diese eben. Ja, du. Nein, für Spenden. Für Spenden haben Sie 5 Minuten Zeit und dann sagen Sie dir, es gibt wahnsinnig arme Straßenhunde und Katzen auf irgendeiner Insel oder sonst was. Und ob man nicht spenden will ob man nicht einen Einziehungsauftrag dann unterschreiben will und so weiter. Und, einen Einziehungsauftrag? Ja, da gibt es Organisationen, die dürfen kein Bares nehmen. Mhm. Die dürfen nur regelmäßige Überweisungen annehmen. Ja. Aber sei es wie es sei, gute Sache. ORF guter, zum Beispiel. ORF. Nein, das. Aber Andi, das mit dem Einziehungsauftrag, das ist deine Ex-Frau. Das kann keine Romantikspende sein. Oder deine Ex-Frau. Ja, aber die kommen eben und sagen, bitte spenden Sie für das oder das. Und man hört sich die Argumentation von denen an und sagt, dann musst du aber was Besseres einfallen lassen, damit ich mir Börse locker mache. Mhm. Und sie sagt dann, du bist das Schönste auf der Welt, ich liebe dich und gebe dir einen Schmatz. Das ist eine Lüge, keine Romantik. Aber diese Lüge überzeugt mich vielleicht zu einer Romantikspende. Oder vielleicht sagt sie, ich bin, mein Mann und ich würden gern nach Paris fahren und wir können uns das nicht leisten und vielleicht helfen Sie uns, die Reise zu finanzieren. Das ist wirklich schön, romantisch. Das ist eine Romantik. Samenbank, du gehst auf die Samenbank. Und dann kriegst du ein Pornoheftel und so einen Plastikbecher und du kannst aber nicht und sagst, ich hätte gern Candlelight Dinner vorher. Dann machst du eine Romantikspende. Weißt du? Ja, wenn es eben kein Heftel geben soll, sondern so ein Kerzel und das Schöne. Ja. Oder gehst vorher mit allen was du mit deinen Kerzen hast? Einerseits wirst du es in der Spendenbüchse und dann wirst du es in der Kammer beim Masturbieren oder was? Ja. Wieso weißt du, dass es in einer Kammer ist? Ja, Entschuldigung. Weil ich letztens auf Arte eine Dokumentation über das gesehen habe. Also Romantikspende, ja? Denke ich mir, ist am Valentinstag die Frau mit ihrem Freund essen, schönes Essen spendieren. Als Ehemann? Als Ehemann, natürlich. Das ist Blödsinn. Du bist das los einmal am Abend. Ja. Ja. Dann muss sie sich mit ihm einmal anstreiten und nicht du. Was, du spendierst deiner Frau ein Abendessen mit einem anderen, oder wie? Ja, oder sonst. Ja. Das ist die Idee von Marc. Wo lebt sie eigentlich? Er wird auf der Marga-Hilfer-Straße. Beiden Seiten. Sie hat ja gerade er und du hast der Ruhe. Vor allem in der Champions League-Match im Fernsehen. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, aber am Freitag nicht. Jetzt in dem Fall. Ja. Also, es hat aber jetzt nichts mit dem Freitag zu tun. Oh ja, Valentinstag. Heute Valentinstag. Ja, das Beispiel Valentinstag. Heute ist. Heute ist Freitag. Unsere Sendung
wurde noch nie an einem anderen Tag ausgestrahlt, außer Freitag. Ich habe schon gesagt, Gutschein. Schenk deine Lebensgefährtin, Abschnittsbetreuerin, schenk ihr... Abschnittsbetreuerin! Ja, da gibt es ja auch dieses romantische Lied, schenk deiner Frau doch hin und wieder einen Gutschein. Das ist es. Du schenkst dir einen Gutschein, wo drauf steht, ich wollte dir einen teuren Karatring schenken, anstatt habe ich das Geld für die armen Tiger in Tirol überwiesen. Ja? Das Geld für die armen Tiger in Tirol? Ja, da gibt es keine, die müssen wieder angesiedelt werden. Das ist ein ganz großes... Da schenkt man sich Tiger in Tirol. Natürlich, das ist so. Sie haben ihn nur im Tank und da ist ziemlich so eng und finster. Ja. Und das muss halt raus und dann ausgewildert werden. Ja, ich merke, bei dir muss das auch einiges raus. Herz. Ja. Also, kommen wir nochmal auf den Ball zurück. Ja, es gibt ja beim Ball bekommen, es gibt eine Damenspende. Ja. Bekommt man eine Dame gespendet. Und vielleicht gibt es auf einem Ball auch eine Romantikspende. Also ein ganz, nein, beim Akademikerball kannst du sagen, kann ich die mit dem Schmiss haben? Gut. Ihr wart jetzt eigentlich schon sehr gut. Ihr wart bei der Damenspende, ihr wart bei der Samenspende, ihr wart bei der Geldspende. Aber eine Spende habt ihr bis dato ausgelassen. Und zwar die Blutspende. Das ist romantisch. Nein, nicht per se. Aber in der Uniklinik Freiburg in Deutschland, da gibt es eine ganz spezielle Blutspendeaktion. Ich zeige euch das. Hier nämlich die Romantikspende. Das findet am Abend statt bei Kerzenschein, Kaminfeuer und Lounge Music. Da gibt es dann Punsch und Fingerfood und daneben wird Blut abgezapft. Also ich glaube, zuerst wird Blut abgezapft und dann gibt es den Punsch. Also das na, währenddessen, es ist romantisch, währenddessen das Blutsackerl so hin und her wippt. Das kann auch das Fingerfood. Und gleichzeitig sehr problematisch. Ja, eben, ich glaube, das gibt es nachher. Es gibt ja beim Blutspenden auch nachher. Bei uns gibt es halt ein Frankfurter Würstel. Und also da wird erst gespendet. Das ist keine Romantikspende, das ist eine Twilight Party. Oliver, weißt du, was du mir da geschenkt hast? Nein, was habe ich dir geschenkt? Und ich finde, noch nie hat ein Goodie so gut zu dir gepasst. Ja. Danke dir. Was ist denn los? Nein, da ist nichts drin. Also, okay. Gut, ich darf das jetzt noch mal kurz zu Ende bringen. Diese Romantikspende, die hat letzten November auf der Uniklinik in Freiburg stattgefunden, war ein Riesenerfolg und deshalb wird es heuer auch nachgeholt. Die Romantikspende, es geht um eine Blutspende. Ich bedanke mich bei Robert Porubski aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Wir haben eigentlich in dieser Sendung schon sehr, sehr viele Anlässe für Fragen gehabt, aber was wir eher selten haben, sind Jahrestage für Kapitalverbrechen. Aber wir müssen für die nächste Frage trotzdem uns eines solchen Tages besinnen. Ich kann alle beruhigen, das Verbrechen nahm ein unspektakuläres Ende. Es geht konkret um einen Banküberfall in Wien Neubau. Da zeige ich euch einmal, so hat das damals ausgesehen. Maria-Hilfer-Straße wurde eine Bank überfallen. Ja? Der Räuber hat sich dann der Polizei gestellt, er konnte festgenommen werden. Jetzt aber zur Frage, wie reagierte ein Wiener eben im Jahr 2007, als das passiert, der gegenüber der Bank seine Wohnung hatte, als dort gerade der Überfall stattgefunden hat? Der hat gesagt, ich habe eine Vision. Okay. Ich sehe eine Fußgängerzone. Das war mein Beitrag. Ja, er hat den erkannt, den Dings. Er hat seine Telefonnummer gehabt, er hat ihn angerufen. Mhm. Nein, der hat das Fenster, darum hat sich der auch gleich gestellt. Der hat das Fenster offen. Er hat gesagt, bist deppert, Karl! Mach dich nicht unglücklich! Ich glaube, dass du nicht in die Bank so hineingesehen hast, dass du den Täter gesehen hast. Du hast halt einfach das Riesenpolizeiaufgebot gesehen. Der Banküberfall ist gerade irgendwie davon statten gegangen und er hat die Wohnung gegenüber hat gehabt. Hat er einen telefonischen Kontakt aufgenommen? War da irgendwo? Nein, das waren die Journalisten. Das war okay, sein Boulevardmedium hat natürlich... Ja, der hat sein Fenster vermietet. Der hat angerufen bei irgendeiner Zeitung. Ja. Österreich. Achso, nein, Zeitung habe ich gesagt. Ja.
ja, hat gesagt, für, weiß nicht, 50 Euro mehr, vermietet er, was? Mehr. 500 Euro ja, vermietet er das Fenster und Sie können herein fotografieren in, aha, die Bank. In die Bank, okay. Das ist ein guter aber komplett falsch. Ansatz, aber komplett falsch, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Er hat die Polizei reinlassen. Ja. Na, die Polizei ist, nein, wo das sagt ja, gut, die werden jetzt die Polizei brauchen, war schon da. Die war, ja, du hast die Wohnung, du schaust auf die Straße, aber alles hatte, voll. Der hatte auch eine Waffe, das war Jäger. In Wien Neubau. Ja, natürlich. Da ist ja in der Früh auf der Maria-Hilfer-Straße, da gehen Sie ja so oft auf die Birsch. Das ist ja der Hochstand gleich. Der schießt hauptsächlich grüne Bezirksvorsteher. Aber ein guter Ansatz, Eva. Ein hervorragender Ansatz. Aber ist das falsch mit der Waffe? Weil ich hätte gedacht, dass der ist auf eigene Faust quasi den Verbrecher jagen gegangen. Ja klar, natürlich. Die Polizei unten auf der Straße und er, ich hab die Sau, gleich hab ich die Sau. Also nein. Er hat ein Fernrohr dort installiert und man hat einen Euro reinwerfen müssen, damit man schauen kann. Nein, er hat kein Fernrohr installiert. Er hat etwas gemacht, was dann, also da helfe ich euch jetzt schon, die Polizei dann irgendwie gesagt hat, unterlassen Sie das bitte. Und dann seine Wohnung gestürmt haben. Also gestürmt. Dem Dieb immer gesagt, wo genau die Polizei gerade ist. Der hat dem geholfen. Der hat dem Dieb geholfen. Der hat ihm gesagt, Vorsicht, da kommen. So. Na, das hat ja keiner gesehen, nachdem er so die Marie-Hilfer-Straße, Neuburg, ich weiß nicht, wo das genau war, welche Ecke, aber ich glaube, Marie-Hilfer-Straße, der hat ja schon gesehen, dass die Polizei da war. Und ich glaube, es ging auch um ein paar Stunden Verhandlung. Der konnte in die Bank hineinschauen. Ja. Von seinem Fenster. Ja. Und der hat ihm zugerufen, ich meine, der wird es nicht gehört haben, aber... Der hat da unten ist noch Geld, da liegt noch 100er. Du hast einen 100er fallen lassen. Nein, aber wenn die Polizei schon da war, ist wahrscheinlich keiner mehr ein- und ausgekommen in die Bank. Ja. Ja. Der ja hat mit seinem Megafon sicher was zugerufen. Der hat Eva, das ist gut, aber falsch. Gut, aber falsch. Nein, wirklich, nicht Megafon. Aber es geht... Mikrofon. Nein, er hat gespielt von der ERV. Sehr lustig, sehr lustig. Und das ist vollkommen richtig. Ja. Volle Lautstärke. Ja. Deswegen Megafon. Das ist lustig. Der hat die Lautsprecherboxen ans Fenster gestellt und war ich beim Megafon. Da bin ich auf das Megafon so angesprungen. Hat die Lautsprecherbox hat volle Kanne aufgedreht. Und na mein gut, nächster... sag ich, dann zahle ich halt was ein. So, ich habe jetzt geglaubt, der ist mit der Trompete gestanden beim Fenster und hat das selber live gespielt. Nein, er hat die CD. Ich müsste mit einer Trompete gleichzeitig spielen und ba. Nein, sehr lustig. Und da ist der Polizei so auf die Nerven gegangen, dass sie dann irgendwie hochgegangen sind und ihn gebeten haben, das zu unterlassen. Was anderes. Radetzky Marsch, fast immer. Gut, wir haben diese Frage übrigens selber aus dem... selber erfunden. Ja, es wird schon langsam, nach 300 Folgen, jetzt wird es eng, jetzt erfinden wir die Fragen. Nein, aus dem Buch des unnützen Wissens haben wir das. Das ist eine schöne Frage. Aber wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, meine Damen und Herren, da auch eine Frage rauszusuchen, tun Sie es nicht. Wir haben schon das Buch des unnützen Wissens durchgeforstet. Viel gibt es da nicht. Bitte finden Sie Ihre Fragen ganz woanders, Ihre Dinge der Woche bei Ihnen im Keller, am Dachboden, wo auch immer. Und wenn Sie dann was Schönes für uns haben, schicken Sie es uns zu. Alle Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten sind an dieser Stelle für Sie eingeblendet. Wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera und dann ist es soweit, dann stellen Sie meinem Rateteam die Frage persönlich. Schönen guten Abend. Ich bin der Wolfgang aus Kilb und meine heutige Frage an euch ist, was versteht man unter dem Begriff Kniefallprobe? Die Kniefallprobe ist in England, wenn du von der Queen geadelt wirst, musst du auf die Knie gehen. Mhm. Oder gibt es vorher, das ist wirklich wahr, gibt es vorher eine Probe, weil es werden oft ältere Herrschaften geadelt und die müssen vorher eine Probe machen, ob sie auch knien können. Ob sie wieder aufkommen. Peter Ustinov hat, genau. Ja, ja. Peter Ustinov hat die Geschichte erzählt, dass man kriegt vorher einen Zettel, muss man ankreuzen, ich kann knien, ich kann nicht knien. Mhm. Und er hat gesagt, für meine Kategorie gab es nichts zum Ankreuzen, ich kann knien, aber ich kann nicht wieder aufstellen. Ja. Das ist die Kniefallprobe. Ja. Das ist prinzipiell super. Aber falsch. Aber nicht naja, wahrscheinlich wird das auch in dem
Kontext richtig sein. Nur in unserem Kontext. Du meinst eine andere Kniefallprobe. Es ist vielleicht eine Kniefallprobe. Vielleicht beim Papst eine Probe, ja, wo Bischöfe irgendwie zum Papst kommen müssen, ja, und dann auch eben auch so eine Kniefallprobe machen müssen. Ja. Also eigentlich dieselbe Geschichte, nur mit Papst halt. Ja, gerade habe ich mir das gedacht. Ja, dann zählt man das gleich. Ja, ja, so, das ist ja gesagt, einmal, so einmal katholisch, einmal anglikanisch. Komplett anders. Einmal weltlich, einmal geistlich. Ja, einmal weltlich, einmal geistlich. Ja, ja. Oder um jetzt zu beweisen, dass ich romantisch bin, wenn ein Mann um die Hand seiner Frau an, also seiner Freundin. Ja, du, wer kennt sie meist? Um die Hand seiner Frau an. Seiner Freundin an. Alzheimer ist das da. Man darf sie nicht verreden, doch. Nein, hätte das ganz. Das sind ja Linguisten. Ja, ja. Was ist das? Seine Freundin. Ja. Genau. Kniefallprobe gibt es bestimmt bei den Proben für Dancing Stars. Gibt es bestimmt langsam, die eine oder andere Kniefallprobe bei den Proben für Dancing Stars. Weil da müssen ja sowohl die Profitänzer als auch die, die es. Da können wir aber jetzt jemanden fragen, der schon mal bei Dancing Stars dabei war. Eva. Hast du Kniefallproben gehabt? Hast du Kniefallproben gehabt? Das war der Gescheiter, der hätte Tanzproben gemacht. Die Eva war eine Supertänzerin. Ja, ich weiß. Sonst hätte man großartig. Eva, du warst wirklich hervorragend. Ja, du warst hervorragend, ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's so als Einziger aus dem Was gibt es Neues. Nein, ich bin als Einziger aus dem Was gibt es Neues Team angetreten, um ja, sie live stimmt. anzufeuern. Das stimmt, Oliver hat mich angefeuert. Das finde ich sehr romantisch. Ja? Das war die Sendung, wo ich ausgeschieden bin. Ich hab's nur gut gemeint, aber wie ein die Leute Maskottchen mich gesehen haben. Du nicht. Nein. Was? Stuhlprobe? Was denn? Stuhlprobe. Kniefallprobe. Was ist eine Stuhlprobe? Ja. Aber wenn man es anders betont, nicht Kniefallprobe, sondern Kniefallprobe. Kniefallprobe ist ganz anders. Was ist dann anders? Wie bei Fallstudien, man macht Fallproben. Eine Kniefallprobe. Oder Kniefall, das Weltall, dann gibt es das Kniefall. Da sitzen die Orthopäden zusammen und sagen, ja, die Orthopäden sitzen beieinander und besprechen die Kniefälle. Aber also ich habe da letztens einen Meniskus gehabt, Herr Kollege, ich kann Ihnen sagen, nicht wahr? Aha. Ich habe ja auch diese berühmte Statue, der Meniskuswerfer. Ich meine, bevor es zu einem Kniefall kommt, der Markus weiß es. Gibt es eine Probe? Ja. Der Markus weiß es. Ja, ja, es ist ganz einfach. Es ist ein Fluss mit einem Wasserfall. Das ist ein Knie. Weißt du, wenn ein Knie gebogen ist, das Wasser muss ja runter, hinauf geht es noch nicht. Und deswegen, es hat also ein Knie. Also wenn sich der Fluss übergibt hinunter, also wenn das, wenn... Fluss, ja. Wasserfall hinunter zum Blub, Blub, ja? Ja, ja. Das ist also ein Knie. Mach weiter. Ein Knie und das ist eben wieder die Fall, der Fallgeschwindigkeit. Victor, ist hast eben, du seine Tabletten dabei? Das wird. Hast du sie oder? Ich glaube, er hat meine gegessen. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, so gemeint, dass das eben besprochen wird, weil die Kamera muss ja wissen, wo der runterfällt, auf welches Knie. Ne? Ja. Du musst am Knie landen, wenn es geht. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 15 Minuten. 20. 15 Jahre. Das ist es, oder? Aber, ja. Ja, natürlich. Es ist nie falsch. Ich möchte noch einmal auf die englische Königin zu sprechen kommen. Bitte komm auf die englische Königin zu sprechen. Liebe Grüße, soll ich sagen. Ja. Nein. Die Kniefallprobe ist doch, wenn man die Königin trifft, muss man ja vor ihr einen Kniefall machen. Die ist eingesperrt, wenn sie es trifft. Jawohl, Eva, jawohl.
medizinische Probe war ja, glaube ich, ganz... Medizinisch hat mir gut gefallen, nur du hast dich dann nicht weiter deklariert. Das ist hast dich nicht Geschichte weiter meines Lebens. Medizinisch, medizinisch war gut, ja. Aber welcher Bereich? Ne? Fallschirmspringen. Nein, 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 nein. Was mir gefehlt hat, was mir gefehlt hat, war Zahnmedizin. Nein. Britische Königin. Nein, nicht, Zahnmedizin. Nicht Humanmedizin. Es geht um Veterinär. Pferde. Ich frage den Wolfgang Schissel aus Kilp und der sagt uns, was die Kniefallprobe ist. Die Kniefallprobe wird von Tierärzten durchgeführt. Der Tierarzt lässt sich dabei an Stellen, wo Rinder und Schafe ihre Liegeplätze haben, auf die Knie fallen. Dabei kann er den Boden auf Trockenheit und Weichheit testen. Das ist wichtig für die Tiere, weil die brauchen harten Boden. Die brauchen harten Boden, ansonsten nehmen sie Schaden. Mehr weiß ich auch nicht. Dankeschön, Wolfgang Schissel aus Kilp. Was ich jetzt will, ist euch ein neues Piktogramm präsentieren. Ah. Das Piktogramm dieser Woche. So sieht es ja. Dieses Babys Schild. Dürfen nicht aus dem Maxi-Cosi rauspinkeln. Was? Nein, man darf nicht hineinpinkeln in den Maxi-Cosi. Den Teilung in den Zelt. So, da. So. Das ist leider sehr spitz, aber ja, ich darf es dir trotzdem. Danke. Bist auch ein Feigling. Ja. Vor der Vorsichtige. Es stammt aus Indien, habe ich das schon gesagt? Ja, Indien. Nein. Aus Indien. Nein. Es stammt aus Indien. Ja. Ach so. Hm? Ja. In die Muschel spucken verboten. In die Muschel spucken verboten. Was ist das, was da so raussteht? Ein Mann mit einer großen Nase. Victor? Gernot? Bitte? Ich fühle mich nicht angesprochen. Nicht auf den Gernot spucken. Wenn der Regen von links kommt, dann legen sie so ein Brädel über ihr Zelt drüber. Ja, die Inder sind eigen. Ja. Und wenn er von rechts kommt, brauchst du das nicht, weil es eh geschlossen genau, ist auf genau. der Seite. Sehr gut. Und wenn er von oben kommt? Wenn der Regen von da kommt. Mhm. Aber ein Tropfen geht ja durch. Ein Tropfen geht aber immer durch. Aber das ist doch. Das heißt, wenn ein Tropfen durchgeht, ist der Maxi-Cosi nicht mehr weit. Nein, aber schau. Vielleicht, das ist ja durchgestrichen. Nein, nicht ganz. Nein. Ja. Naja, doch. Es ist ein Verbotsschild also. Es ist ein Verbotsschild, ja. In Indien ist es nicht erlaubt, so eine Kugel mit so einem Maxel drin, wo Tropfen sind, irgendwo hinzuzeichnen. Pass auf. Ich helfe euch. Ja. Ich zeige euch noch ein anderes. Das heißt Piktogramm, dasselbe. Das heißt im Endeffekt dasselbe. Ja. Pass auf. Es ist aber aus China. Also, Spucken. Es geht um Spucken. Nein, es geht um Spucken. Es geht natürlich ja, um Spucken. Habe ich ja gesagt gehabt. Ne? Ja, hast du gesagt. Ja. Ja, aber da wollte ich noch ein bisschen, ich wollte noch meine anderen Piktogramme zeigen. Schon wieder. Nicht in den Aschenbecher spucken. Dann zeige ich euch noch eines. Da! Das Gleiche. Ja, nicht spucken. Ja. Nicht speiben. Nicht auf den Boden. Nicht speiben. Also was, jetzt spucken oder speiben? Speiben. Nein, aber in Indien spucken. Die spucken sehr viel in Indien. Die spucken viel. Nicht öffentlich. In Indien spucken die sehr viel herum in der Gegend. Die spucken auf. Im Restaurant nicht spucken. Na, ohne Witz. Wenn Sie Bröckelhusten haben, bleiben Sie zu Hause. Das ist jetzt aber China. Ich habe gesagt, das erste war aus Indien, die zweite waren aus China. Dort alle öffentlich auf der Straße, auch Frauen. Dort wird einfach hemmungslos gespuckt. Spucken das ist auch vollkommen richtig. Weil Husten, wie die Olympischen Spiele in Peking waren, da haben sie ja lange die Bevölkerung haben sie eine Infokampagne gemacht. Bitte hören Sie auf mit. Während der Olympischen Spiele zu spucken. Dann geht es wieder, weil es schon kommt nicht so gut. Genau. Aber heißt das in Restaurants zum Beispiel nicht... Ja, es heißt nicht spucken. Also die letzten zwei, die wir gesehen haben, ich darf das jetzt auflösen, die letzten zwei, die nicht wir spucken. Gesehen haben, haben tatsächlich damit zu tun, dass man nicht spucken soll. Kann man die bitte? Ja, genau. Weißt du? No spitting. Ja. Gut, das sind die letzten beiden. Jetzt kommen wir aber zurück zum ersten, erinnert euch, wo es um diesen Pac-Man ging und diese Tröpfelchen, die abgezeichnet waren. Das bedeutet dasselbe. Na, ist das nicht ein Essensgerät? Oder was ein ist das? Essensgerät? Naja, so, ich sehe also jetzt, Kugelgrill, das ist eine Schale. Oder? Ja, beim Grillen nicht ins Feuer spucken. Nein, es ist keine. Es geht jetzt um dieses, was da rausschaut, was die Eva schon bemerkt hat. Was könnte das sein? Es ist ein
Also was? Was ist das? Eine Muschel. Eine Muschel? Ja, was? Ein nicht Waschbecken. Waschbecken? Auch nicht ganz. Es sind diese... Seifenspender. Nein, nicht Spender, stimmt. Ach, die Trinkwasser... Jawohl, die Trinkwasserspender, genau. Diese, wo du da drauf nicht drückst. Nicht in die Trinkwasserspender spucken. Dort, wo du einfach dich da drauf drückst, dann kommt der Wasserstrahl und du trinkst. Und da haben sie reingespuckt in Indien und das wollten die natürlich auch nicht. Weil das kommt ja wieder zurück, immer wieder. Dann ist es ja doppelt appetitlich. Also dieses erste Piktogramm bedeutet, bitte nicht in den Trinkwasserspender spucken. Sehr gut. Ist das schön? Na ja. Yes. Ja. 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 Also fremde Länder, fremde Sitten. Egal. Ich bedanke mich bei Peter Mayer aus Furbach mit einem 300-Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Warum nicht ein No-Spitting-Image? No-Spitting-Image. No-Spitting-Image. Ta-ta. Ta. Ah, heiliger Luftballon. Das ist das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen schon mal, wie er insert, wozu es dient. Und dann sind wir sehr gespannt auf die vielen lustigen Antworten, die wir bekommen werden. So, ich glaube, das Insert war lange genug. Was dafür brauchst du, ein Brünn? Ja. Das ist doch riesengroß. Das Nein, er hofft, dass was drauf steht. Ach so. Nein, das haben wir übermalt. Oh. Es ist kein Präservativ, Gernot. Oh ja, aber für Leute, die gern Kinder haben. Ein familienfreundlicher Präservativ, auch vom Papst abgesegnet. Ja. Da steht was. Ja, was steht denn? Was, Gernot was? Ist doof. Food. Was? Foodpot. Sag Foodpot. Nein, geh bitte, hör auf. Was, das steht da? Da oben steht Foodpot. Da muss ich aber mit der Redaktion schimpfen. Und wir Trotteln wissen noch immer nicht, was das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist super. Auf jeden Fall, da kann man es wo auf- bzw. einhängen, ja, mit dem Teil. Und die, das ist durchgehend bis da. Das sind so Zapferl, also das kann man da so rausgeben. Man kann das voneinander trennen. Ja, genau. Nächste Woche kann man dann was reingeben, zum Beispiel is food. Is food. Ja? Hami Papi, also das ist wahrscheinlich ein Jausensackerl ist das. Mhm. Das hängt man sich so an seine Taschel an oder an seinen Gürtel, mhm, und geht dann so in die Arbeit. Aber warum hat das Löcher? Warum es Löcher hat? Weil dort Luft dazu kommt. Damit das Apfel und so belüftet ist. Und so. Damit alle das Quagelbrot riechen. Ein Futtertrog, den man auf Äste hängen kann. Ein Futtertrog, den man auf Äste hängen kann, ja, damit die Schweine schön schlank werden. Es gibt die neue Bewegung, die immer zarter ist, also nicht so fett ist. Und da tummeln sich eben Schweine einen halben Tag umeinander unter dem Baum und kommen aber nicht ran. Unter und dem das Baum? Das ist ja, yes, yes, yes. Das werden wir dem nie schicken, weißt du? Das ist ja. Ah, das ist gut. Du Zockel! Oder aber es ist was zum Quallen anlocken. Es gibt in gewissen Gebieten, werden die Quallen gerne gegessen. Ja, werden dann verkauft als Sushi und so. Quallensushi? Ja, das ist ganz speziell. Das gibt es in gewissen Gegenden. Ja. Und die Viecher sind schwer zu fangen, weil sie ja kein Knochengerüst haben. Ja. Und die irgendwo hinzulocken ist noch schwerer. Das dauert ja ewig, bis die hinschwimmen. Und deswegen wird das quasi auch in der richtigen Farbe, bewundere es. Ja. Ja, ja, ja. Die Qualle verliebt sich sofort. Nein, das übernimmt, wenn es ein bisschen dämmerig ist, ja, ja, und die Quallen, also mehr Quallen als sonst, ja, also Quellen als sonst, kann man dann damit vorspielen, dass es eine turbo-sexy Qualle ist. Ja? Mhm. Und die hat auch die richtigen Löcher zum, also gib's zum weiter. Ziehen. Gib's in, bitte weiter. Ich mein, Ding. Und die kann man anlocken, dann machen es kleine Häppchen aus denen. Und ja, das, ja. Wenn man den Markus Mitterhuber hat, braucht man kein Discovery Channel mehr. Bitte, gibst du es weiter? Das ist was ganz Spezielles. Ja, ja, das ist doch was ganz Spezielles. Na, ja, Wahnsinn, bitte. So speziell, wie das ist. Das ist so qualig ist es schon. Ja, ja, bisschen, ja. Wenn du jetzt auch noch anfängst. Sexy. Vielleicht um die Strände von Quallen zu säubern. Um Quallen zu fangen. Das hat ja er schon gesagt. Ja, nein, um sie wegzulocken.
Du machst die Strände frei. Der Andi will sie weglocken. du machst die Strände frei. Nicht, ja, du gehst damit ins Nein, Wasser? Nein, es ist ein Foodback, oder was ist es? Feedback. Hauptsache, Sie kennen Food. Food. Sagen, Food. Ich kenne euch doch. Hier ist eine Aufhängevorrichtung, da kann man es einklammern. Das heißt, es kann irgendwo hängen, am Rand von etwas. Am Rand von etwas, ja. Von der Klippe zum Beispiel. Vom, wo die Quallen sind. Wenn die Quallen rausspringen wollen, um das eben... Quall mich nicht hier. Also, es wäre zum Beispiel an einem Topf ist blöd, da schmützt es. Das ist Silikon, das kann man ins heiße Wasser geben. Okay. Es ist Silikon, man kann es ins heiße Wasser geben. Das heißt, man kann die Brüste von der Charlene Schiller auch ins heiße Wasser geben. Ja! Oh mein Gott! Wenn man nicht will, dass das Lebensmittel, das da drinnen ist, mit anderen in Kontakt kommt, es ist für eine Suppe, fertig. Zum Beispiel für eine Gemüsesuppe, wie ein großer Teebeutel, kann man Gemüse und alles, was man für eine Suppe braucht, reinhängen. Hör dem zu. Geh weiter, weiter. Und dann wieder rausnehmen, wenn man es nicht mehr braucht, weil es nicht dauernd drin sein soll, weil es doch nur eine gewisse Garzeit hat. Die Aromen abgeben soll. Wie ein Teebeutel. Habe ich gesagt. Ja. Aber im Unterschied zu einem Teebeutel ist es so, dass du den Teebeutel nicht nachher aufmachst und den Tee isst. Sondern da bereitet man was zu. Nämlich? Na, es ist eh so, wie du richtig sagst. Ja, nur das Gemüse, die Muscheln, das Fleisch, was auch immer, was im riesigen Suppentopf herumschwimmt, was irrsinnig mühsam mit dem Schöpfer wieder rauszufischen ist. Im Foodpot gebündelt. Ja. Und jetzt alle. Im Foodpot gebündelt. Und diese Antwort ist vollkommen richtig. Ja, ein Gemüsekochbeutel. Ja, sehr schön, ja. Also, das verwendet man bei uns einfach als Seichel, ne? So. Nein, das Seichel ist... Also ein großes Sieb. Seichel. Das ist genau der umgekehrte, mühsame Prozess. Du hast den riesengroßen Suppentopf und dann legst du das Sieb über die Abwehr. Eigene Suppentöpfe, die haben eben, ich sage Seichel, es wird kein Seichel, also es ist natürlich ein Sieb. Metall, Sieb. Ja. Das ist drinnen, Seichel. Dann tust du das Seichel. Dann tust du das Wasser, die Gemüse, dann nimmst du das als Arraganza heraus. Als Arraganza, und hast es genauso wie da. Ja, im Prinzip, aber wenn du diesen Topf nicht hast, dann kannst du den Foodpot nehmen. Ja, aber den musst du dir kaufen, das andere musst du dir auch kaufen. Scheißegal, welches du dir kaufst. Gibst du das her, bitte? Das ist mit der ersten Designer, das ist 150 Euro. Naja, genau. Es ist ja aus designtem Silikon. Und das habt ihr nämlich vergessen, was da oben ist zum Einhängen. Das kann man an den Henkelrand. Nein, nicht an den Henkelrand, das wird an den Topfrand gegeben, damit der Deckel nicht ganz aufliegt, damit es offen bleibt. Das ist auch ganz wichtig beim Kochen. Raffinös, total arg. Damit es der Dampf abziehen kann. Ja, genau. Damit der Dampf abziehen Aroma kann. Also der Ganze. Ja. Gut. Ein wunderschönes Ding der Woche. Ich bedanke mich bei Doris Kundratitz aus Innsbruck mit einem 300-Euro Büchergutschein. Olympische Spiele in Sochi sind ja gerade im Laufen. Morgen sind unsere Adler wieder im Einsatz. Letzten Sonntag waren sie auf der Normalschanze, morgen sind sie auf der Großschanze. Am Montag werden die Skisprungbewerbe dann mit dem Teambewerb abgeschlossen und wir drücken unseren Fliegern ganz, ganz fest die Daumen. Und wir haben den Adlertrainer gebeten, euch die Promi-Frage zu stellen. Wir bitten Alexander Beuntner vor den Vorhang. Wir sind an den Schanzen dieser Welt zu Hause und alle brauchen Schnee. Aber er wird nicht immer dazu verwendet, dass die Schanzen präpariert werden und hergerichtet werden. Und jetzt zu meiner Frage. Die Briten haben im Jänner 2013 die Bevölkerung dazu aufgerufen, Schneemänner zu bauen. Warum denn das? Warum wurden die Briten im Jänner 2013 von der Regierungsbehörde dazu aufgefordert, Schneemänner zu bauen? Wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser. Dass sich im Schneemann als gefrorenes Gut befindet. Ja? Da kann man dann, wenn Verwandte kommen, die man nie wieder sehen will, kann man also aus diesem Schneemann den Kopf nehmen und ein Superl machen und dann Tee, das geht sie aus. Vielleicht hat es keinen Schnee gegeben in der Zeit. Und sie haben die Leute einfach verurscht. Und wir dachten,
Und ich habe gesagt, wer da eine Schneemann baut, muss ein Kokshändler sein. So. Ist selber schuld. Ja. Natürlich hat er es gesagt, weil die Regierung fordert die Leute auf, baut Schneemänner und es schneit. Ja, die Engländer haben einen seltsamen Humor. Sie wollten Energie sparen. Und es war wenig Schnee, zu wenig Schnee eigentlich, um richtige Schneemänner zu bauen. Ja. Und haben sie gesagt, die Leute sind dann eh so erfinderisch, wenn sie sagen, baut doch Schneemänner, es gibt irgendwelche Goodies auch dafür. Und die Leute haben dann alle ihre Eisschränke und ihre Tiefkühltruhen abgetaut. Mhm. Und mit dem Zeug haben sie dann die Schneemänner gebaut. Und dadurch brauchen ja dann diese Eisschränke und Tiefkühltruhen viel weniger Strom. Mhm. Das hätte von dir sein können, die Antwort, glaube ich. Das war... du bist ansteckend, Mann. Der Aufruf, das hätte viel einfacher sein können. Dann sagt man doch ganz einfach, bitte tauen Sie Ihre Kühlgeräte ab. Na, die Leute, die brauchen was Raffiniertes. Du weißt nicht, wie Werbung und Marketing funktioniert, oder? Nein. Vielleicht, um zu sehen, ob wer zu Hause ist. Dort, wo ein Schneemann ist, da ist wer zu Hause und hört die Nachrichten. Da, wo kein Schneemann ist, da... Ist jemand vielleicht ohnmächtig oder braucht Hilfe? Das ist so quasi zum Messen der Einschaltquoten. Wie viele Leute haben den Sender gehört? 80% Schneemänner für diese Sendung. So misst man die Einschaltquoten, genau. Oder es ging die Bevölkerungszahl. Vor einem Jahr, Jänner 2013. Also vor einem Jahr und einem Monat. Es hat auch in London 2013 im Jänner sehr geschnien. Mein Gott, ungewöhnlicherweise. Es gibt keinen Schneepflug, es gibt es dort nicht. Gut. Damit haben wir einen richtigen Ansatz für diese Antwort. Also, warum sollten die Leute dann Schneemänner bauen? Ja, damit die Leute nicht mit den Autos gegen den Gehsteig fahren. Damit markiert ist, wo der Gehsteig ist. Damit die Leute irgendwie wissen, zwischen die Schneemänner müssen wir durchfahren. Weil es nicht geräumt ist. Der Riesenslalom. Ja. Jetzt überlegt doch, jetzt seid ihr wirklich auf einem guten Weg und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand könnt ihr diese Frage jetzt... Beleidigung, oder? Das war eine Beleidigung. Tschüss, ein gesunder Menschenverstand. Es hat vorhin jeder 3-4 Tage wirklich wahnsinnig viel Schnee gegeben. Ja, das wissen wir jetzt schon. Und ich war an dem Tag. Ich war an dem Tag in London. Es ist plötzlich so viel Schnee auf der Straße. Ja. Und ich kenne die Londoner. Wenn irgendwer von der Regierung gesagt hat, macht's einen Schneemann, die hätten gesagt, fuck you. Weil das man auch der britischen Bevölkerung ganz klar erklären konnte, warum es jetzt wichtig ist, angesichts dieser Schneemenge einen Schneemann zu bauen. Damit die Gehwege frei sind. Hörst du, was tut und was das, ne? Ich weiß nicht, wenn Schneemann baut, aber ich weiß nicht mehr. Es ist so einfach. Lieber Herr Trainer von den Skiflägern, bitte erlösen Sie mich und sagen Sie uns, warum die Schneemänner bauen mussten in Großbritannien. Es hat geschneit und geschneit im Jänner. Darauf hat die Umweltbehörde der Briten die Bevölkerung aufgerufen, Schneemänner zu bauen, damit der Schnee langsamer schmilzt. Denn es war eine Wärmeperiode vorhergesagt und somit wollte man großen Überschwemmungen vorbeugen. So einfach, Herr Stelosi. Wenn du das komprimierst und Schneemänner gebaut, das schmilzt ja viel langsamer. Ja? Ja, das wissen wir doch alle. Das wissen wir doch alle. Als Kinder. Der Garten war schon schneefrei, aber der Schneemann ist immer noch gestanden. Nur du hast so gesunder Menschenverstand. Dann hätten sie den Schnee in die Tiefkühltruhe tragen sollen. Yes. Please bring your snow in the down cooling. Meine Damen und Herren, jetzt wissen wir, warum es im Burgenland so wenig Schnee gibt. Gut, ich bedanke mich euch. Ihr wart ein großartiges Ratethema. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Saal und freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bei was gibt es Neues? Schönes Wochenende.